was mich bei den Sänger und Sängerinnen am meisten nervt. Und in diesem neuen Format gehe ich alle Punkte durch, gebe Lösungsansätze und lass auch mal so ein bisschen Dampf ab. Denn heute starten wir mit dem ersten Thema, was mich wahnsinnig nervt, ist, viele von euch Sänger und Sängerinnen denken, sie klingen gut, aber in Wahrheit klingt ihr nicht so geil. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin zertifizierte Gesangslehrerin und Inhaberin des Tanja Levy Vocal Studios. Wir haben eine richtig coole Gesangsausbildung für euch. Die geht 3 Monate, 12 Module und umfasst alle wichtigen Themen. Atmung, Belting, Mixed Voice, Twang, Vokale, Zunge und vieles, vieles, vieles mehr. Was mich am allermeisten nervt, ist, dass viele Sänger wirklich denken, sie klingen gut, aber in Wahrheit klingen sie super scheiße. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum du scheiße klingen kannst, ja? Das kann anfangen mit der Zunge, Vokale, Gaumensegel, Kehlkopf und Atmung und vieles mehr. Aber ein großer Hauptgrund, was mich bei euch Sänger und Sängerinnen nervt, ist, viele von euch, wenn sie üben, inkludieren sie nicht ihren Sprachrekorder. Viele von euch üben einfach darauf hin, los, singen ihre Songs und machen sich gar nicht die Mühe, mal echt den Sprachrekorder anzumachen und ihren Gesang aufzunehmen. Woher willst du wissen, ob du gut oder schlecht klingst? Woher willst du wissen, ob du Fortschritte gemacht hast oder nicht, wenn du nicht wenigstens mal lernst hinzuhören und deine Fehler auch mal wirklich rauszufiltern? Du weißt doch gar nicht, ob du gut klingst, wenn du dich nicht anhörst. Du weißt doch nicht, ob du Fortschritte auf deiner Gesangsreise machst, wenn du dich nicht anhörst. Ich kann es nicht verstehen, es geht überhaupt nicht in meinem Kopf rein. Ich nehme bei meinen Übungsroutinen alle Sachen immer auf den Sprachrekorder, und ich nehme es auch ganz normal auf dem Handy auf, um auch zu sehen. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wie stehe ich? Wie ist meine Ausstrahlung? Ja, wie ist meine Atmung? Bewege ich meine Schultern mit? Mit welchen Muskeln unterstütze ich meinen Gesang? Also lass uns mal von Nummer 1 ausgehen. Bitte fang an, in deiner Gesangsroutine den Sprachrekorder oder irgendein Aufnahmegerät zu inkludieren. Lerne, dir zuzuhören, und lerne auch, deine eigenen Fehler herauszuhören. Du machst dich auch natürlich, du schulst dein Gehör. Und du hörst deine eigenen Fehler raus und du fängst an, dich selber vernünftig zu korrigieren. Du lernst auch, wo deine Schwachstellen sind. Und dann hast du auch mal einen realistischen Eindruck, wie klingt deine Stimme wirklich. Oftmals klingt ihr nicht so gut, wie ihr denkt, dass ihr klingt. Das ist leider die Wahrheit. Wir erleben das regelmäßig und es ist immer noch nicht im Alltag oder in der Übungsroutine mit drin, dass ihr euch aufnehmen müsst. Das gehört auch in deine Qualität mit dazu. Du musst dich lernen anzuhören, du musst lernen, dir zuzuhören. Du musst auch lernen, deinen Gesang zu schulen und selber Fehler rauszuhören. Ansonsten bist du für den Rest deines Lebens beim Vocal Coach und holst dir da immer Bestätigung, ob das, was du machst, gerade richtig ist oder nicht. Der nächste Punkt, der jetzt noch dazu kommt, ist, viele von euch nehmen sich noch nicht mal auf, ganz normal, ja, also auf Video. Jeder von uns hat ein Smartphone mittlerweile und es geht in meinen Kopf nicht rein, wie ihr Sänger und Sängerinnen da draußen euch nicht aufnehmen könnt. Ihr müsst doch sehen, wie ist meine Körperhaltung. Viele von euch stehen da wie ein Schluck Wasser. Es ist auch nicht schön mit anzusehen. Null Ausstrahlung. Keine Bühnenpräsenz. Einige klammern an ihr Mikrofon, als ob Independence Day ist. Da wird förmlich ans Mikrofon geklammert, als ob das echt das letzte Mikrofon auf der Welt wäre. Man sieht Unsicherheiten. Das Publikum sieht Unsicherheiten. Das Publikum sieht, wenn du kein Selbstwertgefühl hast, wenn du dich nicht wohlfühlst auf der Bühne, weil deine Haltung verrät das schon. Deine Art und Weise, wie du dich mit dem Mikrofon beschäftigst, verrät das alles schon. Und die Qualität eures Gesangs nimmt ab, weil viele von euch gehen auch als Privatperson auf die Bühne. Und eure Privatperson hat nichts mit eurer Bühnenfigur zu tun. Weil privat eure Probleme, die ihr privat habt, die sollen nicht unbedingt auf der Bühne mitschwingen. Die Unsicherheiten, die Blockaden, die Traumas, die Nervosität, die Angst, die man auch hat, vor anderen zu singen, das schwingt mit. Ich sehe das, ich unterrichte seit 2011, ja, ich habe Musical gelernt
und habe dann selber mich selbstständig gemacht, habe an vielen Schulen gelernt, hatte bis zu über 150 Schüler teilweise unter der Woche. Habe im Ausland gelernt und im Ausland unterrichtet in Singapur. Unser Studio ist voll, wir erleben es jeden Tag. Wir sehen, wie die Sänger ihren Auftritt haben und es sieht nicht gut aus. Teil dessen ist ja auch, dass ihr auf der Bühne eine Bühnenpräsenz habt. Ne? Es kommt natürlich darauf an, was für ein Typ Sänger ihr seid. Es gibt ja auch den Typ Singer-Songwriter. Der ist dann ein bisschen ja, unkonventioneller. Das kann man nicht vergleichen wie mit jemandem, der auf Mallorca ist und dann Ballermann macht. Ne? So, klar, wenn du Schlager singst, dann erwarten die Leute auch natürlich, dass du eine gute Bühnenpräsenz hast, eine andere Körperhaltung auch hast. Dass du mehr Performance mit reinbringst, mehr Entertainment, mit dem Publikum sprichst und auch moderierst. Das Publikum animierst. Das ist auch ein Teil, der mit dazugehört. Viele von euch Sänger und Sängerinnen haben gar keine gute Körperhaltung beim Singen. Und eine gute Körperhaltung könnte schon ganz viele gesangliche Probleme echt ausräumen. Und der Vorteil ist, das könnt ihr alles sehen. Also die Körperhaltung und die Atmung sind Dinge, die ihr sofort korrigieren könnt. Weil das sind Dinge, die ihr alle sehen könnt vorm Spiegel. Wir haben übrigens dazu auch einen Sänger-Mindset-Kurs, ne? By the way. Den habe ich extra für euch kreiert. Schaut mal rein unter Gesangspakete. Da gibt es einen Sänger-Mindset-Kurs und da dreht es sich alles um euer Mindset, eure Traumas, Blockaden rund um das Thema Gesang. Das ist ein interaktiver Workshop, den habe ich aufgenommen. Dazu gibt es Meditationen, Gesangsaffirmationen, ein Workbook ist mit dabei. Das ist alles auf der Website. Da geht es wirklich darum, dass ihr bestimmte Ängste wie Lampenfieber, Angst vor anderen zu singen, Angst vor den High Notes, Angst zu versagen und so weiter, das ist alles mit da drin. Da gehen wir einzeln rein. Da sind über 10 Techniken, die ich für euch alle selber ausprobiert habe. Die sind alle mit drin. Das sind Sachen, die mich unglaublich nerven, meine Lieben. Bitte macht euch die Mühe und inkludiert euren Sprachrekorder. Lernt selber euer Vocal Coach zu sein. Und nehmt euch bitte auf und übt eure Bühnenpräsenz, eure Körperhaltung, eure Ausstrahlung. Wie stehe ich eigentlich überhaupt da? Und reflektiert einfach mal. Ne? Das gehört dazu, wenn ihr wirklich als Sänger durchstarten wollt und wenn ihr damit sogar auch noch Geld verdienen wollt, dann gehört das alles mit dazu. Du willst noch andere Themen zum Thema, was mich alles nervt? Schreib mal unten in die Kommentare rein. Hashtag du bist nicht alleine. Hashtag starke Stimme. Und denk daran, alle Fehler, die du gemacht hast, die habe ich auch schon mal gemacht. Also du bist auf keinen Fall alleine. Und glaub mir, wenn du anfängst, daran zu arbeiten, mit der Zeit wirst du dich an deine Stimme gewöhnen, an den Klang deiner Stimme und du wirst es besser umsetzen können. Dieses Video, das nächste, das ist genau was für dich. Schau es dir an. Im zweiten Teil reden wir nämlich über... Na, was habe ich nämlich hier alles aufgeschrieben? Ich habe nämlich den ganzen Zettel voll aufgeschrieben an Sachen, die nicht bei euch Sänger nerven. Die müsst ihr ändern. Ja, dann könnt ihr nur besser werden. So, wir sehen uns im nächsten Video. Dieses Video hier.